Ja, warte mal, liebe Freunde von All for Hunters, All for Shooters. Wir sind immer noch in Chemnitz. Neben mir steht immer noch Axel Drescher. Guten Tag, Axel. Hi. Und vor uns steht ein Fernglas, das Pürschler Range mit Entfernungsmesser. Ja. Und wir haben euch heute mal über die Schulter geschaut, wie ihr dieses Fernglas gummiert, sagt man das so richtig? Gummiarmiert, ja. Gummiarmiert, okay. Warum ist das wichtig? Du legst los. Ja gut, durch die Gummiarmierung wird natürlich das Fernglas geschützt und auch das Design ein bisschen festgelegt. Mhm. Also ich glaube, ohne die Gummiarmierung, habt ihr ja gesehen, ist das Fernglas hier so, ja, wie soll ich sagen, ein ziemlich hässliches, nacktes Gerät. Ja. Ja? Die Gummiarmierung macht das Fernglas angenehm vom Anfassen, ja? Schützt das Fernglas ein bisschen und macht das Fernglas überhaupt erst zu einem schönen Gerät. Magnesium hat den Vorteil, dass es eben sehr leicht ist, sehr dünnwandig gebaut werden kann, ja? Trotzdem unzerstörbar ist. Also es ist wirklich wahnsinnig stabil. Also hier, das kriegst, aua, kriegst du einfach nicht kaputt. Vorher geht meine Hand kaputt. Ja. Das kann ja auch mal runterfallen, ja, und da passiert genau gar nichts. Okay, wollen wir mal ein bisschen auf technische Features eingehen? Laserentfernungsmesser, ja. Da ist immer die erste Frage, wie weit und wie schnell? Ja, das ist immer eine ganz tolle Frage. Wie weit, wie schnell? Ja. Ja. Also das ist einer der schnellsten Entfernungsmesser, ja. Mit einer sehr, sehr kurzen Dauer. Ich habe sie nicht im Kopf, aber es ist so, dass ich also ruckzuck wahnsinnig schnell meine Entfernung habe. Ja? Mhm. Das ist gar nicht so sehr die Frage hier. Die Frage ist, die zweite ist viel wichtiger, wie weit komme ich damit? Mhm. Und das ist aber eine Frage, die kann man jetzt pauschal beantworten mit der Werbung über 3 Kilometer. Mhm. Ja? Das sagte der Werbefachmann, weil es auch geht. Ja. Ja? Aber der Axel Drescher gibt eine andere Antwort. Ich kriege auch mehr als 3 Kilometer zustande, wenn ich ein Betonhaus habe, eine Betonwand, ja, und habe kühles Wetter mit sehr ruhig stehender Luft, dann schaffe ich sogar noch mehr. Okay. Ja. Das bringt dir jagdlich einfach nur nichts. Ja, also jagdlich habe ich ja einen Tierkörper, ja, und der hat eine ganz andere Reflexion als so ein Gebäude. Mhm. Ja, und da sind wir also dann so froh, wenn das Ding auch auf 2 Kilometer überhaupt reagiert. Ja. 1 Kilometer sollte es auf jeden Fall. Ja. Das kommt, wie gesagt, auf die Reflektivität des Ziels an. Mhm. Ob ich da noch eine Entfernung zukriege und natürlich auf die Stärke und auf die Qualität natürlich des Entfernungsmessers. Es ist schon das Beste, was wir so irgendwie einbauen konnten, damit wir wirklich auf Entfernung kommen. Ja. Aber muss auch sagen, einmal ist wichtig die Reflektivität. Mhm. Ein Gebäude ist kein Problem, das kann ich kilometerweit messen. Ja? Mhm. Also, ein Tierkörper ist was anderes. Mhm. Ja, da sind wir also mit 1000 Meter schon relativ froh, wenn das gut klappt. Mhm. Ein Ziel beim Long-Range-Schießen kriege ich so unproblematisch auch auf 2 Kilometer rein. 1,6 geht auf jeden Fall. Und dann kommt noch der zweite Punkt, die Temperatur. Habe ich also ein sehr warmes Wetter und fängt die Luft an zu flimmern. Mirage. Ja, Mirage ist das Stichwort. Dann geht die Entfernung gleich rapide runter. Mhm. Und dann sind wir froh, wenn wir so um die 1000 Meter noch gut hinkriegen. Also bei starker Mirage ist bei 1000, 1200 Meter ist dann auch Schluss. Okay, mal eine Zwischenfrage. Ich sag mal so rein hier für den mitteleuropäischen Jäger, sind da 1000 Meter meistens eigentlich jagdlich gar nicht relevant? Es kommt drauf an, was er da verfolgt. Ja, ja, ne? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dadurch, dass ihr natürlich sehr, sehr viel in Namibia, auch mit dem Hunzi und Carsten, mit dem macht ihr ja da viel unten in Namibia. Also da ist jetzt nicht der Schuss wichtig, dass man den dann jetzt über 1000 Meter bekommt, weil auch wir schießen natürlich nicht auf Wild über 1000 Meter, das ist ja verrückt, sondern wir messen da einfach mal, wie weit ist die Herde jetzt überhaupt weg oder beim Long Range Schießen hauptsächlich müssen wir ja wissen, wo sind die, wie weit schießen wir da jetzt eigentlich, ja. Und da ist es wichtig, dass wir auch mal auf 2 Kilometer kommen, denn wir schießen da Long Range bis 2 Kilometer und mehr. Mhm. Und dazu braucht man natürlich auch irgendwas, mit dem wir das noch anpeilen können und messen können. Und dafür ist er auch hervorragend geeignet. Also in Afrika verwenden wir ihn jagdlich und fürs Long Range Schießen. Und hier der Otto Normaljäger, der hier an der Kirrung die Entfernung messen will, der hat mit dieser Leistungsfähigkeit überhaupt kein Problem. Also da braucht sich keine Gedanken machen. Also alles, was in seinem normalen Radius ist, kann er sofort messen. Wir verwenden hier also, wie bei der Pürschler-Serie üblich, Abbe-König-Prismen. Abbe-König-Prismen sind etwas schwerer, etwas größer und etwas länger, haben einen längeren Umkehrweg, haben aber weniger Transmissionsverlust. Das heißt, wir haben ja versucht, ein Glas, das nicht so groß ist, auch noch für den Nachtansitz tauglich zu machen.
Deswegen ist es auch kein 42er Glas, sondern ein 45er Objektivdurchmesser, damit wir die Austrittspupille noch ein bisschen größer kriegen. Und wir verwenden Abbe Königsprismen, dass das Ding noch mal richtig Bums in der Nacht bekommt. Mhm. So, und dementsprechend kann man natürlich auch die Helligkeit der Anzeige noch runterregulieren, bis man das Ding auch in der Nacht verwenden kann. Okay. Das heißt, es ist ein Laserentfernungsmesser, der auch tatsächlich ansitztauglich ist. Axel, würdest du die Qualität an einem Prisma festlegen? Ja gut, das ist nicht nur das Prisma, ja, der ganze Rest spielt auch eine Rolle. Aber wenn ich jetzt ein Glas auch wirklich in der Nacht verwenden will, ist Abbe Königsprisma natürlich ein extremer Vorteil, weil das das Glas deutlich heller macht. Also Abbe Königsprisma ist kein Nachteil, ja. Und zudem haben wir bei dem Glas ja noch ein ziemlich großes Sehfeld, ja, für zehnfache Vergrößerung, also schon 114 Meter. Das ist ein ordentliches Sehfeld, ja. Und findet man jetzt bei der Konkurrenz in der Preisklasse auch nicht unbedingt. Am Ende unserer Videos gibt es ja für euch immer nur eine Frage. Was kostet der Spaß? Wo liegen wir? Unter oder über 1000 Euro? Na gut, wir liegen natürlich ein bisschen über 1000 Euro, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Glas, lest einfach den Artikel bei Alpha Hunters, Alpha Shooters nochmal durch. Da findet ihr alle weiteren Infos. Und Kanal abonnieren kann natürlich auch nicht schaden. In diesem Sinne, Waldmann Seil, Matze und Axel.